Wir waren sogar beim Herrn Bundeskanzler unten, wegen einer Dame. Nicht? Die ganzen Bürgermeister des Verwaltungsbezirks Allensteig. Es hat beim Anfang ausgeschaut, wenn wir nichts erreichen täten, wenn das ganz umsonst wäre. Aber es hat doch was geholfen. Die Turzumals ist in der Gemeindeamt die Arbeitslosen. Das hat, ist wie ein Kommandant und hat das Geld gebracht und da hat der Herr Kresker das ausgezahlt. Im Winter haben wir oft geschert, da war gestrahlt zumindest. Das war am Ende von der Amtszeit von Herrn Bürgermeister Frank, ist dann neu gebaut worden oder fast neu das Gemeindeamt, also das waren ja früher Wohnungen und so. Ne? Wir sind dann im Frühjahr 1985 sind wir dann in dieses Gemeindeamt gezogen. Unmittelbar und direkt war das Gesetz, dass du Schmutzwasser nicht in einen Bach einleiten darfst, sondern das ist zu reinigen. Und wenn ich 95 Bürgermeister bin, war das bestimmende Thema in der Kommunalpolitik in Böhler. Nun, seit meiner Amtszeit ist es so, dass ich versucht habe, in Dorfgesprächen gemeinsam mit der Bevölkerung durch den Ort jeweils durchzugehen, um verschiedene Anliegen der Bevölkerung, die man vor Ort erst wirklich sieht und einige Sachen, die zur Verbesserung heranstehen, auch dementsprechend ins Auge zu fassen und das zu verbessern. Ich glaube, in der Zukunft wird es dann die Schwierigkeit sein, diese Daten dann zu lesen, weil wir haben nur Daten auf Disketten, auf Bandlaufwerk und jetzt auf Festplatte und es kann ja jetzt schon keiner mehr Disketten lesen. Also das wird einmal dann die Herausforderung für die Zukunft.